Hallo und herzlich willkommen bei den Brickfreaks. Heute wieder mit mir, dem Renzo, hey ho. Und es ist mal wieder Star Wars Tag bei uns auf dem Kanal. Ich habe für euch, bekannt aus dem Film Rogue One, den TIE Striker mitgebracht. In der Version von Leppin. Leppin hat die Setnummer 05048 und Leppin gibt das Ganze mit 543 Teile an. Gekauft habe ich es mir für 24,56 € bei Your World of Building Blocks. Auch hier ist mal wieder so, dass es ein 1:1 Klon eines bestehenden Lego-Sets ist. Also auch hier wieder schwere Urheberrechtsverletzungen. Die Lego-Set-Nummer ist die 75154. Kurioserweise gibt Lego auf ihrer Internetseite das Set auch mit 543 Teilen an. Erstmalig, dass beide Hersteller die gleiche Teileanzahl angeben. Neupreis war, oder der UVP war, bei Lego 69,99 €, war aus dem Grunde, das Set ist bei Lego schon in Rente gegangen. Als ich das Video gedreht habe, habe ich mal bei eBay reingeschaut. Dort habe ich es noch gesehen für 50 €, original verpackt von Lego. So, das wird wahrscheinlich der Tarif sein, wenn auch ihr das seht. Groß ist das Ganze, es ist 6 cm hoch, 41 cm lang und 24 cm breit. Der TIE Striker, den ihr auch in Rogue One seht, zumindest mal im letzten Drittel des Films, ist ein experimenteller Luftüberlegenheitsfighter oder Luftüberlegenheitsjäger, der im Prototype-Status auf Scarif entwickelt worden ist von der Firma Sienna Flottensysteme. Man dachte sich, es wäre von Vorteil, wenn die Flügel nicht wie so zwei Häuserwände rechts und links neben dran sind, sondern die in einem atmosphärischen Flug doch besser in der Form angebracht wären. Der TIE Striker, so gibt es auch die Fanwiki an, hatte Höchstgeschwindigkeit von 1500 Stundenkilometern. Doch schon recht schnell, wenn man überlegt, dass so ein X-Wing nur 1000 Kilometer die Stunde schafft. Kompletter Nerd-Alarm, ich weiß. Zu dem Set. Es hat sich alles wirklich gut bauen lassen. Es gibt im Endeffekt zwei Bauabschnitte, Flügel und der Rumpf. Ich zeige euch mal ein Bild von der Bauanleitung, als ich da den Rumpf gebaut habe. Die Farbtreue war okay, bei den Beige-Tönen ist es ja immer so Geschichte. Tendenziell muss man aber sagen, dass das Modell bei den Flügen zumindest mal bunt wie ein Kanarienvogel ist. Also da werden alle mögliche Farbe reingewurschtelt und dann später mit den schwarzen Fliesen verkleidet. Und da kommen wir mal schon zum ganz großen Problem des Modells. Ich weiß nicht, inwieweit es die Kamera jetzt einfängt. Die schwarzen Fliesen sind von der Oberfläche her stelleweise komplett schmierig. Man kann die auch nicht sauber machen. Extra fürs Video bin ich dann mal mit Citrullin ran und habe versucht, das Gröbste zu beseitigen, aber ja, ich weiß nicht, was ihr in dem Moment hier in dem Eck, man bekommt die Dinge nicht sauber. Das scheint auch in der Oberfläche mit drin zu sein. Ganz großes Problem hier in dem hinteren Dreieck. Komplett unschön. Auch hier diese Fliese. Nicht schön. Da bin ich vom Original, von Lego viel, viel höhere Qualität gewohnt. Also viel, viel höher. Das ist so eins der Probleme, welches ich mit dem Set habe. Weiteres Problem, aber das würde sich mit Lego keinen Unterschied geben, ist die Anzahl der Aufkleber. Aufkleber, Aufkleber. Aufkleber, 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 Aufkleber. Hier auch. Und hier. Also ihr habt ihr wieder ein
riesengroße Aufkleberboge, den ihr hier anzubringen habt. Ich denke auch hier sklavische Kopie oder Kopie des Lego-Originals. Wie gesagt, der Bauspaß war bei dem Zylinder, war der echt gegeben. Bei den ersten Flügel war das okay und dann wird es repetitiv, wenn ihr dasselbe nochmal auf die linke Seite spiegelt. Was für mich auch ein Problem ist, oder ich zeige noch weitere technische Features, im Original, in Anführungszeichen, im Original des Films war hier noch ein Pilot und hier vorne. Hier bekommt er eine Lego-Figur eingesetzt, hier hinten definitiv nicht, da ist kein Platz. Des Weiteren seht ihr die Cockpitscheibe. Ich versuche es ein bisschen anzuzoomen. Genau, hier ohne. Ist die nicht richtig in den C-Clamps drin. Wenn ich die anpresse, dann passiert Folgendes. Die schnappt hier oben weg. Und dann gibt es so eine unschöne Lücke. Hier seht ihr sie. Kein Baufehler von mir, weil ich habe das nochmal nachgebaut, um das auszuschließen. Das ist schlicht und ergreifend ein Qualitätsmangel. Auch die Scheibe an sich, die ist tatsächlich verkratzt und extrem milchig. Aber mittlerweile hat ja auch Lego bei den transparenten Bausteinen ähnliche Problematik. Was wirklich gut funktioniert, ist das Aufklappen der Flügel. Total reviewfreundlich mit einer Hand auch zu machen. Und das hält auch. Wenn ihr Interesse habt, ich habe das Modell auch von Hasbro, dann kann ich mal Side-by-Side-Video drehen. Da die Flügel bei dem Hasbro-Modell nicht, die hängen durch, was es bei Lego definitiv nicht tut oder auch nicht hier bei dem Levin-Set. Das ist wirklich, wirklich gut im Vergleich zum Hasbro-Modell. Und jetzt kommen wir mal zum großen Kritikpunkt des Sets, das sind die Minifiguren. Lustigerweise gibt Lego hier auf ihrer eigenen Seite an, das wären Rebel Trooper im Endor-Outfit. Wer irgendein Endor-Set bei sich zu Hause hat, der weiß ganz genau, die sind grün. Ach, hier die Bordüre an dem Helm ist grün. Das ist ein Trooper oder ein Rebeller, der in dem Scarif-Outfit ist. Also da hat auch Lego auf ihrer eigenen Internetzeit ein bisschen Fehlinformationen oder alternative Fakten, wie man das jetzt mittlerweile auch nennen kann. Und als ich Funkes gesehen habe, da bin ich ja schwer ins Straucheln geraten. Und zwar Bauanleitung, Achtung, hier. So soll es aussehen, so sieht er aus. Hm? Suche den Fehler, erkenne den Unterschied. Der Helm ist total anders. Die Bedruckung mag vielleicht richtig sein, der Helm ist es definitiv nicht. Das ist die, das Bodepersonal in Scarif vom Imperium. Und die sehen definitiv anders aus. Ich habe das Original Battle of Scarif Set von Lego. Da ist eine ähnliche Figur dabei. Das ist die Jyn Erso. So würde der Helm aussehen, wenn es richtig wäre. Ich hoffe, man erkennt es. So. Also ist ein komplett anderer Helm hier. Bei den Aufdrucken muss ich sagen, wurde ein guter Job gemacht. Aber bei dem Helm, mein lieber Schwan. Wenn ich jetzt aber auf die andere Seite rüber schiebe das Ganze, dann habt ihr hier den Shore Trooper und den Piloten. So.
Die sind beide gut gelungen. Und wenn ich jetzt den Shore Trooper mit dem, mit der Landing Crew vergleiche, dann ist es der gleiche Helm. Man hat ihn einfach umgepinselt in schwarz, statt mit dem Schnäbelchen da vorne zu machen. Richtig schlecht von Lepin. Die Qualität der restlichen Steine, der Wedges und Blades, ist gut. Kann man mitarbeiten. Macht auch einen Spaß, das zu bauen. Aber bei der Figur, das ging ja mal total in die Hose. Deswegen ein kurioses Fazit. Ich würde euch raten, wenn ihr mit dem Set liebäugelt, spart noch ein wenig Taschengeld und holt euch das Set von Lego im Original bei eBay. In der Hoffnung, dass jetzt nicht die ganzen Händler bei eBay durchdrehen und das Ganze auf über 70 Euro, was damals die OVP war, hochsetzen den Preis. Die schwarzen Fliesen werden euch den Spaß verleiden, also so ging es mir. Also wenn man ständig am Modell putzen ist beim Bauer und ihr wisst, schwarz und das Fingerabdrücke, totaler Spaß. Also das ist eh schon ja, schwierig, auch wenn es im Original von Lego ist. Und jetzt sind sie hier, die Steine von Lepin, mit einem natürlichen Schmierfilm drauf, den man nicht wegbekommt. Das ist nicht so gut. So, klemmen wir mal die Flügel an. Ja, wie gesagt, Fazit habe ich ja schon gesagt. Holt euch das Original von Lego. Kurz und knapp. So sind wir hier bei The Brick Freaks. Nach 12 Minuten. Gut. Wenn ihr das Original von Lego habt und die schwarzen Fliesen sind genauso verkratzt, schmierig, schmutzanfällig sind sie beide. Klarer Fall. Aber wenn die von Lego genauso schäbig sind, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Weil das ist nichts, weil dann würde man sagen, dass man sich das Set vielleicht gar nicht holt. Weil wenn Lego und Lepin das gleiche Problem haben, dann könnt ihr wieder zu Lepin greifen. Wenn ihr in den Kommentaren nichts lest, dann könnt ihr das Original von Lego kaufen und nicht diese Version von Lepin. Wie gern hätte ich von den Dinger 2-3 Stück gekauft und hätte die dann bei mir in der Höhle ins Display reingepackt, aber mit der Fliese nicht. Gut, dann hoffe ich, das Video war für euch hilfreich. Also wie gesagt, die Figur ist nicht mit der Bahn. Ich packe die mal weg, nicht, dass jemand auf falsche Gedanken kommt und sagt, hey, hier waren 5 Figuren zu sehen. Dann schreibt uns was in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da oder uns einen Daumen da. Abo hoffe ich habt ihr auch schon. Drückt die Bimmel, damit ihr immer wisst, wann bei den Brick Freaks wieder was Neues am Start ist. Das wäre es von meiner Seite aus gewesen sein. Es grüßt euch, euer Renzo. Bis dann. Ciao, tschüss.